Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SpongeBob Shake mit dem Hintern. Danke SpongeBob. Nein, wir spielen natürlich SpongeBob Schlacht und Bikini Bottom Rehydrated. In der letzten Folge haben wir... Was wollte SpongeBob gerade tun? Oh Gott. In der letzten Folge haben wir die Qualenfelder begonnen und haben das erste Gebiet abgeschlossen und werden heute das zweite Gebiet gehen, haben sehr viel mit NPCs gesprochen. Und mal sehen, vielleicht werden wir heute sogar den Qualenkönig besiegen. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Levels sind. Also ich habe es ein bisschen vergessen. Mehr Jungfrau-Mann. Ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Deinen Briefverkehr? Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Was? Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Okay, sehr lustig. Ja, das ist Frau Mannhalli, hallo. So, hier haben wir nochmal den Portalkarton. Und hier haben wir unser Rutschpapier, wenn ich das richtig sehe. Genau, SpongeBob rutscht auf seine Zunge. Es gibt coole, crazy Music dabei. Und die sind so fast jeden Level dabei. Guck mal, da können wir springen und uns bei extra Boni holen. Und boah, wow, wir verpassen echt nichts. Diese zwei da waren gar nicht da. Das oder oben war eine Socke. Das sollte ich irgendwann nochmal machen. Ich glaube, hier können wir zurück. Ja, ich kann die Socke nochmal holen. Und da war irgendwie ein Geheimweg, der von der Seite kam. Wie kommt man denn darauf? Aber wenn ich darüber springe wahrscheinlich. Ah. Würde ich mal so sagen. Ja, kommt hin. Okay, dann nehmen wir die zwei, die wir hier vergessen haben, noch mit und gucken, ob wir zur Socke kommen. Wir haben sie. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Perfekt. Ich glaube, auf dem Geheimweg war jetzt nichts wirklich Neues dabei. Wir haben auf jeden Fall einen Checkpoint und die Tickies und... Okay, sehr viele Roboter und Roboter-Maschinen schlagen. Die sind also doch ein bisschen gefährlich. Wir sollten uns aber am besten um die Maschinen kümmern. So, weg damit. Knopf gedrückt. Ah, und eine Unterhose für uns. Perfekt. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ihr müsst wieder weg. Autschi. Oh, der hat uns ausgelacht. Oh, böser Roboter. So, Unterhöschen. Weg mit dir. Und die Maschinen zerstören. Sehr schön. Gut, eine müsste hier noch sein. Und den schicken Roboter übersehe ich diesmal nicht. So, Unterhosen haben wir genug. Und ein kleiner Jump'n'Run-Fahrt. Mit SpongeBob war das Springen, glaube ich, ziemlich leicht. Mit den anderen Charakteren ein bisschen anders. Ich glaube, Patrick ist super schwerfällig gewesen. So, weg mit der Maschine und Knopf gedrückt. Tada! Und ich glaube, ab jetzt können wir mit Patrick spielen. Da bin ich mal gespannt. So, Patrick, willkommen. Hey, SpongeBob! Puh, ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Oh. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Danke, Patrick. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Wieder mal warum ein sehr guter Videowinkel. Weiter? Okay. Einfach okay. Oh, Junge, Junge, Junge! So, jetzt spielen wir als Patrick. Bin sehr gespannt. Er sieht sehr niedlich aus. Guck dir das dicke, breite Grinsen an. Meine Güte, er ist bereit für Terror. Und er kratzt sich im Ohr. Keine Ahnung, was das war. So, Patrick kann B Sachen aufheben und werfen. Ich glaube, er kann sogar gezielt werfen, genau. Aha! Er braucht schon ein Tutorial, wenn er 10 Jahre altes Videospielwissen hat. Ah, er macht so einen Bauchstoß. Sehr schön. Und hier ist ein... ein Villager, wollte ich sagen. Und das ist ein Bus. Ah, hier kann ich Charaktere wechseln. Okay, ich könnte das auch wieder mit SpongeBob spielen, falls irgendwie... Patrick's Movement ist aber auch ganz okay. Also auch ein Doppelsprung. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt mit SpongeBob wäre, könnte ich das,
Ja, ich weiß, dass ich die Frucht werfen kann. Das wollte ich gar nicht. Könnte ich zum Beispiel die Melonen nicht aufheben? Ah, okay. Ich muss sie da hinwerfen. Und dann dahin. Wirklich? Ich kann die nicht von da werfen. Oh, sie zerbricht irgendwann. Nein! Oh, sie ist in der Luft zerbrochen. Okay, das hätte mir das Schild wahrscheinlich gesagt. Ich kann auch diese Tickis hier abwerfen. Aha. Gibt mir aber nicht viel. So, jetzt einmal dahin. Die Werfmechanik wirkt sehr, sehr steif, muss ich sagen. Also die Melone fliegt sehr geradlinig. Fast schon. Und ich denke, wir dürfen uns hier rüber katapultieren. Hui! Sehr schön. Und neuer Checkpoint. Nett. Ich spiele auf jeden Fall erstmal mit Patrick weiter. Ich glaube, das ist auch richtig. Na, sagst du uns was über den Tiki hier? Das ist ein Donner-Tiki. Wenn Patrick ihn berührt, zieht ein Sturm auf und nach ein paar Sekunden kracht es. Sei besser nicht in der Nähe, wenn es kracht. Kann ich dich werfen? Ja, ich kann dich werfen. Okay. Das ist gut zu wissen. Deiner Test. So, dann müsste ich... Hallo. Ein freundlicher Bürger mal wieder. So, dann kann ich euch da hinwerfen. Und was ist hier? Ach, damit komme ich wahrscheinlich zurück. Das will ich ja gerade gar nicht. Oh, ich hab's übersprungen. Tut mir leid. Oh, mächtiger Fels, ich stehe dir zu Diensten! Hier unten, du großer rosa Seeochse! Ah, hallo Plankton! Wirst du mich heute pulverisieren? Was? Die Versuchung ist groß. Leider bin ich in der beklagenswerten Position, dir helfen zu müssen. Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position. Und jetzt tut mein Nacken weh. Oh, diese Witze. Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Quallenhöhle. Folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein. Aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Und dann pulverisierst du mich? Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellen musst. Okay. Oh, vielen Dank. Patrick ist so dumm. Ja, schön. Es tut mir leid, dass ich diese Cutscene ein bisschen übersprungen habe, aber die kündigt sich echt nicht an. Also die ist sofort da und wenn ich irgendwas drücke, überspringe ich was. So, lass mich raten. Springen B. Was für ein Geheimnis, das ich hier gelüftet habe. So. Willkommen in den Quallhöhlen. Eine unheimliche dunkle Höhle. Ah, eine unheimliche dunkle Höhle. Sammeln wir hier mal alles ab, ohne treffen zu lassen natürlich. Mal sehen, vielleicht schaffen wir das Spiel ohne Schiff sterben. Ich glaube nicht dran, aber es wäre natürlich cool. Den einen Tod da durch die... Ich denke nicht, dass es ein Tod war. Ich habe nicht die Leben verloren, ich wurde einfach nur zurückgesetzt. Es war kein Tod. Es geht nicht. So, hier können wir ein bisschen werfen mit der Melone. Sehen. Ja, wow. Patrick kann weit werfen. Die Melone fliegt allerdings immer noch etwas lustig. Wenn ihr mal genau darauf achtet, guck mal, die... Das ist keine natürliche Flugbahn. Das sieht noch nicht so schön aus. Vielleicht kommt da noch ein Update. So, einmal dahin werfen. Und einmal dagegen werfen. Was für ein Rätsel. Hier kommen gleich Dornen. Sehr gut. Kann ich... Ah, okay, hier könnte ich nur mit SpongeBob tragen. Weil Patrick kann nicht hoch. Gut zu wissen. Euch könnte was werfen. Kann ich euch aufheben? Nee, sah nicht so aus. Ah, ich könnte dich werfen. Und dafür ein paar Sterne bekommen wir uns. Mit zu viel Arbeit. So, muss ich hier was machen? Oh Gott. Oh Junge. Okay, diese Quallen haben einen riesigen Radius. Okay, ich hätte was abwerfen können, aber das sah jetzt nicht unbedingt. Vielleicht ist hier eine Socke. Es sieht hier irgendwie so besonders aus. Es kann doch nicht sein, dass hier nur die Tickis auf mich warten. So, werfen wir die Dinger mal ab. Komm, Söckchen oder so. Schade. Keine Socke. Na gut, gehen wir mal weiter. Erkunden wir weiterhin die Quallenhöhle. Versuchen nicht zu sterben. Wie viele davon muss ich denn tragen? Autsch! Wie viele muss ich denn davon tragen? Patrick hat etwas sehr Wahres angesprochen. Oh Gott, die Kamera war in der Wand. Okay, wie gesagt, kleinere Fehler können passieren. Und da müssen wir den Donner-Tiki abwerfen. Tada!
Super Monster-Kombi, Junge. Und wir haben 2500 Blümchen-Währung-Dingens. Schon viel besser. Viel besser. So, lass mich raten. Ich muss. Oh, ich wollte eigentlich den Tiki da. Der ist auch schon wieder so seltsam platziert. Gibt mir aber auch nichts. Darin werde ich wahrscheinlich sterben, ich weiß es nicht. Aber warum sind hier überall Tikis platziert? Ich erwarte irgendwie bei jedem Tiki irgendein Geheimnis, aber ist es nicht. So, ich kann wahrscheinlich, sagt mir das Schild, wenn ich die Spielmechaniken richtig interpretiere, die Tomate in einen sehr akkuraten Bogen werfen und darauf klettern. Habt ihr gesehen, wie die geflogen ist? Das sah interessant aus. So, noch mehr Blümchen. Eine dahin und eine drauf. So. Und da haben wir das nächste Paket, Karton auf. Oh, hier ist eine Rutschstrecke. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Unterhose mit Nebel voll. Oh, in jedem steckt ein Geschenk. Ey, warum habe ich die zerstört? Oh nein. Oh, eine Unterhose. Oh, das sind böse Tickies, die wollen wir natürlich nicht berühren. Ich werde die an allen Stellen gerade irgendwie ver... Bitte zensieren Sie Petey. Das habe ich nicht gesagt. So, soweit ich mich erinnere, kann ich diesen Eisblock jetzt nehmen. Ich hoffe, ich noch... Schreibt ruhig mal in die Kommentare. Soll ich die Schilder lesen oder soll ich einfach mit meinem Wissen prallen hier? Denn auf dem Schild steht eigentlich nur drauf, ich soll diesen Eisblock, der in meiner Hand zerbrochen ist, einfach ins Eis werfen. Also in den Schlamm. Und dann kann ich da ein paar Sekunden drauf laufen. Oh, ja. Wahnsinn, noch einmal. So, kurz, kann ich irgendwie schneller werden? Ah, hier. Ja. Okay, ich habe alles, was ich brauche. Dankeschön. War hier noch irgendwas Cooles? Ah, da hinten ist die lila Münze. Ah, auf die verzichte ich mal. Ansonsten sehe ich hier nichts. Okay, gehen wir mal weiter. Mal gucken, was sagt er uns denn? Wenn Patrick dem Roboter einen Bauchklatscher macht, kann er diese beschädigen oder betäuben. Kleine Roboter werden von Patricks Bauchklatscher besiegt, wegen großer Roboter für eine kurze Dauer betäubt werden. Oh, okay, gut, das hätte ich jetzt zum Beispiel vergessen. Oh, nochmal! Okay, danach bin ich aber selbst ein bisschen auf dem Boden hier. Roboter zerstören. Und viel besser. Und so, euch müsste ich werfen können, ja. So, gegen die Maschine. Aha. Neues Dreads hier. Ah, und da brauche ich die, um den Knopf zu drücken. Hey, so, mein besser. Oh nein. Nein, 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 nein. Werfen. Ich dachte schon, der greift mich gleich mit. Und ein weiterer goldener Pfannenwender. Sehr schön. So, weg mit der Maschine. Und weg mit allen Robotern. Na, guck mal, hier ist das neue Gebiet. Ach nett, das gucken wir uns auf jeden Fall noch heute an. Alles, okay, für eine Viertelstunde für jedes Gebiet, das wäre dann ganz gut eigentlich. Thaddeus hat mir gesagt, dass du den Quallenkönig suchst. Ja? Gute Sache das. Dieses Monster hat alle meine guten Kunden in ihre Achterdecks gestochen. Angeblich ist er auf dem alten Gefühlberg zu finden. Los, schnapp dir die Bestie, Matrose. Ach du liebe Güte, Mr. Krabs. Ich schaue, was ich tun kann. Ich finde cool, dass die Texte angepasst werden an den Charakter, an den ich gerade spiele, weil eigentlich hätte es, glaube ich, SpongeBob gesagt. Und ist jetzt die Frage, ich glaube, das ist das letzte Gebiet vor dem Gefallenkönig. Das werden wir heute noch machen. Ja, ich denke schon. Die Folgen werden halt länger. Und das sind eure Roboter, hey. Oh nein. Das Eichhörnchen. Oh nein, Patrick bekommt auch sein Trauma. Oh meine Güte. Okay, Fernkampfroboter. An die kann ich mich noch erinnern, die Flasche sah damals aber um einiges eckiger aus. Hab ich hübsch hinbekommen. Sehr nett. Sieht sehr gut an. Ich sollte keine Versprechen geben. Okay, SpongeBob sieht wie ein Stein im Wasser, gut zu wissen. So, nehmen wir mal die Unterhose mit. Wie ein neuer Schwamm. Und hier ist ein Fernkampf. Nein. Ich weiß nicht, ob ich die... Ah, okay. Er trifft mich auch, wenn er mich in der Luft trifft. Was ist das hier? Ich kann wahrscheinlich mit Patrick was werfen, aber das sind ein paar Fiede. Also, sehe ich gerade keinen Sinn.
das? Das. Oh, das ist eine Socke. Oh, endlich mal ein Collectible, was sich lohnt. Hier kann ich aber nicht drauf klettern. Das war früher schon immer so. Alles sieht irgendwie bekletterbar aus, aber irgendwie ist nur die Hälfte bekletterbar. Stört mich jetzt aber nicht so doll. So, hier darf ich nicht zu viel kaputt machen. Und wir hatten gefühlt gerade erst einen Checkpoint. Frisch wie eine Frühlingsbrise. So, da ist Unterhose. Oben die Socke will ich natürlich nicht vergessen. So. Alles töten und einsammeln. Warum trifft er mich immer, wenn ich sofort rangehe? Vielleicht sollte ich den ein bisschen Zeit lassen einfach. Ich glaube, er schlägt mich. Ah, guck, er schießt sofort, nachdem ich ihn geschlagen habe. Okay. Und das da müssten... Ah, das ist ein Stein-Tiki. Mit normalen Moves kann er nicht zerstört werden. Er kann jedoch von Donner-Tikis in die Luft gejagt werden. Okay, mach das mal. Die bringen doch kritisch. Ey, ich stand so weit weg. Meine Güte. Ich glaube, die bringen relativ viele... Blümchen. Warum vergesse ich immer den Namen, wie ich sie nennen will? Das ist ja schrecklich. Okay, hier ist noch ein Weg. Und, oh Gott, hier ist eine Maschine hinter. Den habe ich verstanden. Frisch wie eine Frühlingsblume. Stirbt. Dreifach Kill. Na, guck mal, für 150 kommen wir hier weiter. Wir werden aber erstmal. Oh! Was ist. Die sind gesunken. Okay. Ich habe irgendwie gesehen, dass sie sehr flach waren, aber das habe ich jetzt nicht erwartet. Führen nämlich nur zu einer... Sieht nicht so aus, als würden nämlich nur zu einer Unterhose führen, irgendwie. Also, das da oben sieht so aus, als würden wir da hinkommen. Okay, dann muss ich jetzt nicht den geheimen Weg extra gehen. So. Hallo, ich habe euch schon besiegt. Ich gehe mal vorbei hier, okay? Dankeschön. Tschüssi. Ich muss eigentlich 1000 Mal besiegen. Das ist nicht in meinem Interesse. Ah, das sind die drei, die von unten. So, erstmal den hier. So. Nein. So. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wir bezahlen wir mal die Muschel mit läppischen 150 glänzenden Dingern. Ah, und hier kommen wir über die Pilze, die ich gesehen habe. Oh Gott. Das bewegt sich. So, dann hier rüber. Schön hier. Sehr, sehr nett. Okay, hier könnten wir was mit Patrick machen. Das sieht aber auch nicht relevant aus. Es wird irgendwann eh eine Backtracking-Folge geben und dann werden wir alles nochmal ausprobieren müssen. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen Counter, der mir zeigt, wie viel ich wo habe. Natürlich nett. So, hier könnte ich auch werfen. Sieht jetzt aber nicht so besonders aus. Wir gehen mal weiter. Weil hier keine Bushaltestelle ist. Jedenfalls habe ich keine gesehen. So, ich wegmachen. Da hinten ist eine Socke. Wie eine Frühlingsbrise. Die wollen wir natürlich haben. Schön. Patrick sollte mal wieder waschen. Ach, und hier ist auch die Springding, das ich gesehen hatte. Okay. So, wundert euch nicht, wenn ich nicht alle Tikis bekämpfe. Das macht einfach. Das macht nur an wenigsten Stellen Sinn. Also hier zum Beispiel. Oh, sind ein paar nette glänzende Teile. Also weil. Ich musste mal wissen, wie viel Mr. Krabs für so einen für den goldenen Pfannenwender braucht. Dann könnte ich wissen, wie viel ich sammeln muss. Wäre vielleicht ganz gut zu wissen. So, weg mit dir. Ih, der schießt immer noch. Als ob das hier oben landet. Naja. Er ist da unten, wir sind hier oben, kein Problem. Ah, okay, hier ist ein Eiskristall. Ich könnte also irgendwas in Eis verwandeln. Okay, mit Patrick müssen wir auf jeden Fall noch mehr kommen. Und wenn wir Fähigkeiten haben. Dann können wir da unten wahrscheinlich den Fluss irgendwie einfrieren. Was uns das bringt, keine Ahnung, aber wir könnten es machen. Oder den Wasserfall sogar. Ach Mensch, warum ist hier keine Bushaltestelle? Okay, hier ist noch auf jeden Fall ein bisschen was zu machen. Und ich rutsche. Ich sollte ja nicht stehen. Schon cool. Und ich denke mal, das ist wirklich das letzte Gebiet, denn so langsam mal wieder den Berggipfel erreicht. Das heißt, in der nächsten Folge... Oh Gott, SpongeBob springt hier ganz bescheuert. Okay, das war Glück. Sind nicht ganz unten gelandet. Was war das denn für ein Sprungpattern, bitte? Ich glaube, ich kann hier abkürzen. Warte.
Ha! Spiel ausgetrickst. Ich muss hier nochmal rumlaufen. Wie gespannt, wer gesprungen ist, war ja. Hier, guck mal, ich kann hier kaum springen. Okay, ich muss am besten so stehen bleiben. Ah, okay. Erstmal hoch. Oh Gott. Was ist denn das für ein. Was ist das für eine Mechanik? Oh, okay. Ich hab's irgendwie geschafft. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Nennt so. Mich auch Schwamminator. Schwamminator? Oh, okay. Ja, der Schwamminator ist gerade daneben gesprungen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Zum Glück liegen hier aber überall. Echt überall Unterhosen. Sehr cool, wenn es später so einen Hard-Mode gäbe bei dem Spiel. Fände ich irgendwie ganz witzig. Und hier ist eine Bushaltestelle. Ah, okay, ich habe das Wasser berührt. Können wir nochmal auf Patrick wechseln? Buswart. Hallo, Patrick. Sehr cool. So, was haben wir hier? In dieses Symbol erscheint, kannst du nur auf Wände hochspringen. Springe an den Seitenwänden und drücke A, um erneut zu springen. Ach, verdammt. Okay, wir bräuchten hier nicht Patrick, sondern SpongeBob. Wir könnten noch das Wasser einfrieren, aber ich glaube, das machen wir ein andermal wirklich. Dann wechseln wir mal wieder zu SpongeBob. So. Wir haben die ganze Zeit Patrick gespielt. Wir haben jetzt erst gewechselt, natürlich. So, Wandsprünge. Oh, okay. Das sind akkurate Wandsprünge. Mario wäre stolz auf dich, SpongeBob. Oh, okay, das war ein kleiner Kampf. Und hier ist ein goldener Fanbänder. Okay, das Zeug macht auch Schaden, wenn wir reintreten. Gut zu wissen. King Jellyfish. Aha, das heißt, wir sind am Ende dieses Levels. Und dann kommt der Boss. Das ist gut zu wissen. Aber, liebe Leute. Oh Gott, ich bin ja fast runtergefallen. Ich würde sagen, den Boss machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, hier endet diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst ein Like oder einen Kommentar da. In der nächsten Folge dann der große Bosskampf gegen den Quallenkönig und alles, was danach kommt. Ja, abonniert den Kanal, wenn er euch gefällt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.